Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Förder- und des Freundeskreises, liebe Filmfreunde, heißen Sie sehr, sehr herzlich mit mir willkommen, Volker Schlöndorff, heute Abend hier bei uns im Kino. Ja, lieber Volker, ganz herzlichen Dank, dass du uns einmal wieder mit deiner Anwesenheit beehrst. Das Filmmuseum wird ja in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, warst du, Volker, am Vorabend der Eröffnung im Juni 1984 in einer Gruppe von hochmögenden Gästen, die in einer Art Preview das neue Haus besichtigt haben. Und 7 Jahre später, das war dann anno 1991, bei der Eröffnung unserer Ausstellung zum neuen deutschen Film, an der unter anderem Hans-Peter Reichmann kuratorisch mitgearbeitet hat, hast du bei einem Glas Wein anschließend nach der Eröffnung gestanden, dass dich die Vorstellung mit deinen Arbeiten in einem Museum sich wiederzufinden, dass diese Vorstellung dich irgendwie merkwürdig berühre. Und tatsächlich war ja für viele der Regisseurinnen und Regisseure die Vorstellung ungewohnt, mitten in ihrem Schaffen an eine wie immer geartete museale Überlieferung ihrer Filme und ihrer Produktionsunterlagen zu denken. Wir waren ja nicht allein das erste Filmmuseum in der Bundesrepublik, sondern auch das erste, das sich dezidiert dem westdeutschen Nachkriegskino, dem Nachkriegsfilm zugewandt hatte. Ein Jahr später, nach dieser Eröffnung 1992, hast du deine Sammlung dann unserem Haus überlassen, damit sie bewahrt, erschlossen und zugänglich gemacht werden konnte. Seitdem ist sie gewachsen, diese Sammlung. Hier bei uns, genauer gesagt nicht in diesem Haus, aber in einem meist geheim gehaltenen Ort im wunderbaren Vorort Frankfurt-Rödelheim. Und mit jedem Film, den du gemacht hast, mit jedem neuen Film hat sich diese Sammlung vergrößert. So, und jetzt warten wir mal, bis auch die letzten Gäste hier bitte schön ihren Platz gefunden haben. Nehmen Sie Platz. Hier ist auch noch einer frei, wenn ich das richtig sehe. Einfach mal hinsetzen, dann geht das auch. Schön. Ja, einmal hast du bei einem deiner Besuche bei uns im Archiv gleich einen ganzen Koffer dagelassen, hat mir Hans-Peter Reichmann berichtet, einen weinroten Samsonite-Rollkoffer, mit dem zunächst niemand hat etwas anfangen können. Okay. Sitzen alle? Also jedenfalls dieser weinrote Samsonite-Rollkoffer und Hans-Peter erzählte, dass als sie diese große, mysteriöse Wundertüte aufgemacht haben, sie voller Recherche und Produktionsunterlagen zu deinem Film Das Meer am Morgen war, der Film, der 2011, 2012 entstanden war. Ja, so geht es nun seit Jahren. Entweder bist du selbst hier in Frankfurt der Überbringer deiner neuesten Sammlung oder du lädst Hans-Peter Reichmann in dein Arbeitszimmer nach Potsdam-Babelsberg ein zur Abholung weiterer Schmankerl fürs Archiv. Mit großer Spannung warten wir schon auf das Material zu deinem aktuellsten Film Diplomatie, der auf der diesjährigen Berlinale erstmals gezeigt wurde und im August in die Kinos kommt. Lieber Volker, wir können es nicht oft genug wiederholen. Wir sind froh und dankbar für deine Verbundenheit mit unserem Haus, für deine Unterstützung unserer Arbeit, den Einsatz für deine Hessen-Frankfurter vor und hinter den Kulissen. Und dafür und für vieles, vieles mehr möchten wir dir heute noch einmal von Herzen danken. Danke für diese Freundschaft. Außerdem feiern wir heute deinen 75. Geburtstag nach.
nach. Ich habe gesagt, nach, nach. Vor ein paar Tagen warst du noch in Äthiopien, wo du dir einen großen Wunsch erfüllt hast, eine Wüstenwanderung. Ich weiß, dass du sehr gerne noch immer Marathon läufst und eine solche Strapaze ist, denke ich, noch extremer. Eine Wüstenwanderung, Chapeau. Wie wir alle uns eben gerade überzeugen konnten, siehst du wohlauf, gesund und munter aus, sehr gut erholt. Und so bleibt mir übrig, im Namen aller zu deinem Geburtstag dir nachträglich alles Gute zu wünschen. Vor allem natürlich Gesundheit, Energie, nie nachlassende Kreativität, Zufriedenheit und wenn es denn mal vorbeikommt, auch Glück. Unser Geschenk an dich konnten wir pünktlich, und jetzt kommst zum 31. März um 0 Uhr Mitternacht im World Wide Web präsentieren. Eine virtuelle Ausstellung deiner Sammlung, abrufbar übrigens unter schlöndorf.deutsches-filminstitut.de. Zum Launch, wie das heutzutage heißt, wurden Fotos, Dokumente, Filmausschnitte und Interviews zu bislang 7 deiner Filme kuratorisch aufbereitet und online erlebbar gemacht. Dass dies möglich war, verdanken wir der Unterstützung unserer großzügigen, treuen Mäzene im Förderkreis des Deutschen Filminstituts, die für diesen Aufbau der virtuellen Ausstellung 10.000 € zur Verfügung gestellt haben. Und ich sehe einige Förderkreismitglieder hier im Publikum. Ich danke sozusagen von hier aus euch und für eure Unterstützung sehr, sehr herzlich. Die virtuelle Ausstellung ermöglicht es den Besuchern dieser Seite, ganz in das filmische Universum Volker Schlöndorffs einzutauchen. So hat das Team unter Leitung von Hans-Peter Reichmann unter anderem den handschriftlichen Anmerkungen in deinen Arbeitsdrehbüchern nachgespürt, sie extrahiert, wie auch immer, und sie in ausgewählten Sequenzen deiner Filme eingeschrieben. Die so entstandenen Filmcollagen machen im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne deine künstlerische Handschrift sichtbar und anschaulich. Wir hoffen, dass dies dir und natürlich auch der Usergemeinde gefällt und ich danke Hans-Peter für diese großartige Idee und deren Umsetzung. Heute Abend sehen wir mit Baal deine Brecht-Verfilmung. Einen filmhistorischen Schatz, der über 44 Jahre vergraben war. Bei dessen Hebung haben wir hinter den Kulissen mit der Rainer-Werner Fassbinder Foundation, Weltkino und dem 2001 Verlag zusammenarbeiten dürfen. Denn in der Sammlung Schlöndorff finden sich dazu großartige Fotos und Dokumente, die wir für die DVD-Edition und meine sehr verehrten Damen und Herren, die gibt es da oben im Museumsshop zu kaufen, die wir also für diese DVD-Edition beigesteuert haben. Wenn Sie oben die DVD kaufen, dann können Sie auch gleich in einer der Vitrinen im Erdgeschoss schauen. Dort finden Sie das Drehbuch von Baal. Und es war ein besonderer Moment vor einigen Wochen, als wir hier Irm Hermann zu Gast hatten, die sich die Inhalte der Vitrine anguckte und sagt: Das habe ich geschrieben. Wir haben gesagt, Hans-Peter Reich und ich: Nee, das ist das Drehbuch Baal von Volker Schlöndorff. Ja, ich habe es nicht geschrieben in dem Sinne, ich habe es abgetippt. Ich war damals die Sekretärin, wie auch immer, von Volker Schlöndorff, was kein Mensch wusste. Und wir fragten auch nochmal nach: Sind Sie sicher? Blöde Frage, aber ja, natürlich war sie sicher. Inzwischen haben wir auch gehört, dass sie bei dir angerufen hat und ihr habt euch darüber ausgetauscht. Und in der Tat, Irm Hermann hat das Drehbuch von Baal geschrieben. Ja, und Baal hatte bei der diesjährigen Berlinale eine viel beachtete Wiederaufführung. Der Film ist hart, direkt, brutal, mit einem umwerfenden Rainer-Werner Fassbinder in der Titelrolle. Ein filmisches Stationendrama von unglaublicher Intensität.
von der Sie sich gleich überzeugen können, wenn der Film hier in digitaler Aufbereitung auf der Kinoleinwand zu erleben sein wird. Nach dem Film, das kennen Sie, gibt es ein Gespräch zwischen Volker Schlöndorff und Urs Spörri über die Geschichte der Ballverfilmung und deren Wiederaufführung und die lange Zeit, in der dieser Film nicht zugänglich war, über künftige Pläne von Volker Schlöndorff und was wir noch alles von ihm erwarten dürfen. Und zum Abschluss des heutigen Abends gebe ich gerne die Einladung des Förderkreises an Sie alle weiter, mit Volker Schlöndorff gemeinsam ein Glas, oder es können auch mehrere Gläser sein, auf sein Wohl zu trinken. Jedenfalls wünsche ich Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Abend und nochmals danke, dass du da bist. Herzlich willkommen, Volker Schlöndorff. Guten Abend, vielen Dank für die lieben Worte und vor allen Dingen für dieses Geschenk, dieses virtuelle Museum, dass nicht nur ich hier mit einem Findbuch in meinem alten Kram stöbern kann, sondern ich kann das sogar jetzt direkt übers Internet machen. Ich finde es auch eine wunderbare Idee. Ich habe nicht die Zeit gehabt, dem allen nachzugehen, weil ich mich natürlich auch nur begrenzt für das Alte interessiere, solange ich noch Neues machen kann. Zu der Vorführung heute Abend eigentlich nur drei Worte. Ich weiß nicht, wollen wir das zusammen machen? Nämlich die große Frage, die im Raum steht: Wieso wird der Film eben jetzt erst 43 oder 44 Jahre später gezeigt? Das ist eine Produktion gewesen, meine erste Eigenproduktion mit Peter Fleischmann als Partner. Und wir hatten das dritte Programm vom Bayerischen und Hessischen Rundfunk überzeugen können, uns ein bisschen Geld zu geben, um das zu machen. Und die haben gesagt, ja, aber was ist mit den Rechten? Und dann haben wir also eben beim Suhrkamp Verlag für eine mögliche Ausstrahlung in der ARD die Rechte erworben. Mehr wollten die Erben damals, es war Frau Weigel, lebte noch, nicht loslassen. Und Herr Unselt hat den Vertrag gemacht und hat gesagt, hey, wenn der Film dann fertig ist, dann werden wir das schon sehen, dass das nicht bei der einen Vorführung bleibt. Es blieb bei der einen Vorführung. Gab auch keinen Kommentar und nichts, sondern wir kriegten einfach eine drei Zeilen Mitteilung, dass der Film danach nicht mehr aufgeführt werden darf. Ungefähr 10 oder 15 Jahre später habe ich bei der Vorbereitung zur Blechtrommel Katharina Thalbach angeworben, für eine Rolle besetzt, und die lebte mit Thomas Brasch, und die beiden waren gerade aus der DDR gekommen. Und der Thomas Brasch hat mir gesagt, ich kann dir erzählen, warum der Ball nicht aufgeführt werden darf. Ich war nämlich dabei, als Helene Weigel und der ganze Brain Trust des Berliner Ensembles in einem Konferenzraum im Berliner Ensemble sich diese Westfernsehsendung angeschaut haben. Und sie ist nach ungefähr 20 Minuten aufgestanden mit den Worten: Es genügt nicht, sich eine Lederjacke anzuziehen und eine Kippe in den Mund zu klemmen, um zu glauben, man sei Bertolt Brecht. Das war alles. Und Thomas Brasch ist bis zum Ende geblieben, sagt, die meisten anderen sind abgehauen, und es hat nachher heftige Diskussionen gegeben. Und ebenso, wir haben es immer wieder über alle 10 Jahre, habe ich es wieder versucht, noch zu Zeiten von Unselt und später. Und die schönste Antwort, die ich einmal bekommen habe von der Tochter von Helene Weigel, Barbara Schall, ist ein Brief mit dem Satz: Zu Recht hat meine Mutter dieses ba Machwerk mit einem Bann belegt. Man muss sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Man glaubt, es spricht der Vatikan, aber nein, es waren die letzten Stalinisten. Aber
dieselbe Barbara Schall plötzlich vor anderthalb Jahren bei einer neuen Anfrage, diesmal durch die Rainer Werner Fassbinder Foundation, mit dem Argument, man kann doch aber das Bild von Rainer Werner Fassbinder nicht unterdrücken. Es ist mal einer seiner ersten dokumentierten Auftritte. Es ist gedreht nach seinem ersten Film Liebeskälter als der Tod und während den Dreharbeiten von Katzelmacher, die unterbrochen wurden. Und in diesem Zwischenraum, also es ist alle diese drei Filme sind aus dem Jahr 1969, die anderen kennen wir alle und den konnte man eben nie sehen bis jetzt. Und über alles andere werden wir dann vielleicht nach dem Film sprechen. Gute Unterhaltung. Begrüßen Sie Volker Schlöndorff, meine Damen und Herren. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Filmmuseum. Was für ein Wahnsinnsfilm. 44 Jahre ist das her und der wirkt ja heute, ja, vielleicht sogar noch mehr als damals. Ich weiß es nicht. Wie sehen Sie ihn? Ja, der ist sicher heute viel besser als damals. Und ich betrachte das als ein zwar unfreiwilliges, aber wunderbares Geschenk, dass der so lange verboten war. Denn sonst wäre er inzwischen verbraucht und alles. Und plötzlich entdeckt man da etwas, was völlig unberührt in der Büchse gelegen hat. Die Büchse war übrigens so zugerostet. Mhm. Im Archiv des Hessischen Rundfunks. Nicht in unserem. Dass wir sie beinahe nicht aufbekommen haben. Naja, nach 40 Jahren. Ja. In dem Arbeitsdrehbuch, das man ja auch einsehen kann in dieser virtuellen Ausstellung, die ja ganz wunderbar geworden ist. Finde ich auch, ja. Danke übrigens den Förderern, dass sie das möglich gemacht haben. Ja, das ist auch nochmal ein Applaus wert vielleicht. Dankeschön. Ja. Das hat mir auch die Vorrecherche zu diesem Gespräch sehr, sehr viel leichter gemacht, weil man hat Einblicke bekommen, die man sonst so nicht hat. Ich habe vor allen Dingen gesehen, dass Sie einen ganz zentralen Satz auf der ersten Seite immer wieder stehen haben und unterstrichen haben. Der ist von Brecht selbst und da sagt er, das Stück entstammt der Zeit, in der wir es aufführen. Das war Ihnen sehr, sehr wichtig. Und steht da, entstammt der Zeit oder heißt es, das Stück spielt in der Zeit, in der es aufgeführt wird? Also jedenfalls der Sinn ist der gleiche. Genau. Ja, also er hat mir praktisch, das war ganz dankbar, als ich das entdeckt habe, den Freibrief, dass wir das 1968 spielen lassen oder 69 spielen lassen konnten. Denn geschrieben hat er das ja 1918. 50 Jahre später haben wir es verfilmt und 44 Jahre später haben sie es jetzt gesehen. Also das ist ein unglaublicher Bogen und für mich so verblüffend beim Wiederentdecken des Films ist, wie modern die Sprache auch heute noch ist und wie nah die Sprache oft an der Sprache von Fassbinder ist. Also ob die Rolle, ich will jetzt nicht mal sagen, hoffentlich nicht auf sein Leben abgefärbt hat, aber die Sprache von Brecht, denn er kannte das Stück nicht, vielleicht auch auf ihn abgefärbt hat. Da muss ich vielleicht sagen, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Denn das Ganze, was wir jetzt hier natürlich 99% als ein Dokument Rainer Werner Fassbinder sehen, das Projekt war geplant. Da wusste ich noch gar nicht, dass es ihn gibt. Sie wollten Dani Cohn-Bendit, habe ich gehört. Der war einer der Kandidaten. Ja, also ich wollte ganz bewusst dieses Stück in der damaligen Zeit aufführen. Und was ist das, ein Anarchist, was ist das, ein Asozialer, was ist das jemand, der sich über sämtliche Konventionen und auch berechtigte Moral hinwegsetzt? Wie kann man den sehen, wie kann man das aktuell machen? Und dann kurz vor Drehbeginn habe ich die Antitheatertruppe
wir haben versucht, das vorhin zu recherchieren, weil mein Gedächtnis hat da eine Lücke, habe ich die entweder bei einem Gastspiel in den Kammerspielen gesehen in München oder in dem Hinterzimmer der Witwe Bolte, was die eigentliche Spielstätte war. Und da war ich vollkommen verblüfft, nicht nur von ihm, von der ganzen Truppe. Ja, da war die Irma Herrmann und Anna Schikula dabei. Und bin danach zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, ja, ich habe dieses Projekt, den ganz frühen Text von Baal zu verfilmen. Er war 24, ich war 29 oder 30. Ja. Und ja, und da sind wir uns, haben wir uns sehr schnell verstanden, weil er mochte komischerweise nicht meinen Film Der junge Törleß, wo man ja annehmen könnte, die Jungs und diese Machtverhältnisse. Nein, Mord und Totschlag, den Schandfleck meiner Karriere. Oh, wieso das denn? Nein, alles mit Ironie zu betrachten. Also jedenfalls wahrscheinlich der größte Flop, den ich je produziert habe. Also ja, den Film mochte er. Wahrscheinlich war ihm eben der Törleß, Robert Musil, das war zu abgehoben, bürgerliche Kunst, aber Mord und Totschlag mit Anita Pallenberg und der Musik von Brian Jones, das fand er ganz toll und das hat er auch seinem Team gesagt. Damit war ich sozusagen auch legitimiert und auf dieser Basis haben wir uns sehr gut verstanden. Bevor wir weiter über Fassbinder reden, würde ich ganz gerne nochmal über den Weg hin zu Baal von Ihnen selbst reden. Denn es war ja ein ganz, ganz besonderer, auch schwieriger Zeitpunkt, in dem Sie diesen Film gedreht haben. Mhm. 1969, da hatten Sie schon 4 Filme realisiert, darunter 3. Michael Kohlhaas war der 4., dachte ich? Nee, der 3. Also Törleß, Mord und Totschlag und Michael Kohlhaas, soweit kann ich noch zählen, ja. Jedenfalls. Und ja, das ist das, wie sagt man, ich habe also das Glück gehabt mit dem ersten Film, dass das gleich da voll hingehauen hatte mit 25, der junge Törleß. Dann bin ich übermütig geworden, wollte genau das Gegenteil machen, nämlich einen Trivialfilm, Mord und Totschlag, wie der Titel schon sagt. Ich habe den seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, jemand sagt, er sei genial. Nicht jemand, egal. Frau Dillmann sagt das. Frau Dillmann, die es wissen muss. Genau. Ja. Ich weiß es nicht. Und ja, und da bin ich irgendwie so die Karriereleiter etwas zu schnell raufgefallen und konnte mein Lieblingstext, Kleist, Michael Kohlhaas, drehen mit Amerikanern, mit amerikanischem Geld, in englischer Sprache. Das ging schon überhaupt nicht. Kleist ist gar nicht übersetzbar. Aber vieles daran ging nicht und das war ein Kreuz, diesen Film zu drehen, weil ich wusste vom 3. oder 4. Drehtag oder eigentlich schon in der Woche vor Drehbeginn, das kann nicht hinhauen. Das Gefühl hat man oft, aber in dem Fall war es absolut zutreffend und da dachte ich wirklich, jetzt ist aus mit der Karriere und jetzt gibt es nur eins nochmal, bei Null und ganz klein anfangen. Mit Halleluja-Film. Und ja, und dann habe ich mit Peter Fleischmann eine Firma gegründet und habe überlegt, wie könnte man einen Film praktisch wie eine Reportage drehen. Also eine literarische Vorlage, das muss das bei mir immer sein. Also dieses frühe Stück von Brecht. Und kann man da nicht einfach rausgehen in Bayern, in die Kneipen, in die Isarauen und mit einer tragbaren kleinen Kamera noch mehr. Ich habe damals gedacht, mit den elektronischen Kameras, die der Sender für Fußballreporterübertragungen benutzt, aber deshalb bin ich zum Fernsehen gegangen, aber die haben gesagt, nein, das gibt die Sportabteilung nicht her. Und also es ging darum, ein Experiment zu machen, wie kann man mit fast nichts trotzdem einen Film machen, nachdem ich vorher für viel Geld keinen Film gemacht hatte.
dann kam eben, dann habe ich da beim Casting die Margarete von Trotter sozusagen entdeckt, zumindest für mich mein Leben und mich in ihrem Leben. Und dann kam der Rainer dazu und auf einmal ist es tatsächlich so gewesen, wie ich es mir geträumt habe, dass wir eigentlich mit viel Spaß 3 Wochen lang geprobt und dann 3 Wochen lang gedreht haben, als ob man das alle Vierteljahr einmal machen könnte. Dieser Film, um wieder auf dieses Einstiegszitat zurückzukommen, war ja dann in der 68er-Zeit nochmal eine ganz andere, mit einer ganz anderen Aussage verbunden. Das war ja auch das, woran sich Helene Weigel so ein bisschen auch gestört hatte wahrscheinlich. Da ja alles viel in diesen Gammler-Bezug auch dann gebracht wurde, womit Brecht ja zunächst mal so nicht so viel anfangen hätte können vielleicht, wer weiß es. Und ja, dieses Zitat ist ganz wichtig, also auch, weil es an mehreren, gerade auch wenn wir es heute wieder aufführen, würde mich interessieren, der Stellenwert des Ganzen 2014, wenn wir sagen, das Stück spielt ja jetzt heute auch wieder zum ersten Mal. Wie sehen Sie das? Naja, es ist schon immer an den Außenseitern, dass man am besten eine Gesellschaft erzählen kann. Und das wollten die späten Brechtianer und wahrscheinlich auch der späte Brecht selbst, als er dann so zum Nationaldenkmal in der DDR wurde und man so versuchte, ihn auf dem Sockel zu etablieren, auf Augenhöhe mit Goethe, Frankfurter, muss das ja gesagt werden, da passte dieses Frühwerk mit seiner puren Anarchie und Wortlust natürlich überhaupt nicht rein. Mhm. Ich habe erst vor 4 Wochen in Augsburg bei einer Vorführung dortige Literaturwissenschaftler getroffen, die inzwischen den Ursprung dieses Stückes entdeckt haben. Baal ist also nicht, wie wir alle dachten, ein vielfräßiger Gott des vorderen Orients, sondern in Augsburg gab es einen Johann Baal, Säufer, Bengelsänger, Tunichtgut, der in den Kneipen rumhing, auf seiner Klampfe eigene Lieder sang, und Brecht war mit ihm befreundet. 1917 ist es belegt, auch er hat selbst sogar später mal darauf hingewiesen. Der Vater war Metzgermeister, hat den Sohn enterbt und dann musste er sich irgendwas zu Schulde haben kommen lassen. Ich weiß nicht, ob er einen abgestochen hat und fliehen musste, aber jedenfalls bis dahin war er im Einwohnerregister von Augsburg drin, Johann Baal, so geschrieben wie hier, und ist dann verschwunden und es gibt keine Spuren mehr von ihm. Und das fand ich, habe ich ja damals nicht gewusst, aber das rechtfertigt sozusagen im Nachhinein, das so aufzuführen, eben nicht wie ein Theaterstück, sondern beinahe wie eine Sozialreportage. So wie es der Brecht wohl erlebt hat, der von diesem Mann fasziniert war, der sich nun selbst die ganze Vitalität von diesem Mann zugeschrieben hat, auch natürlich in einem pubertären Größenwahn, dass alle Frauen ihm zu Füßen lagen, hörig waren oder nachliefern. Das ist ja ein wunderbarer Text, den er ja dann in München dem Leon Feuchtwanger gezeigt hat und dadurch ist, weil er nicht sicher war, ob man das veröffentlichen kann. Also ja, er hatte schon auch seine Zweifel. Und es gab ja 4 Fassungen. Und das ist eben so der Ursprung, der sich auf eine eigenartige Weise, als wir den jungen deutschen Film machten und als der Rainer Werner Fassbinder mit seinem Antitheater anfing, ja, das ist schon, ich bin kein Spökenkicker, aber da ist schon sowas doch eine fast magische Verbindung. Und wie der Rainer da sozusagen seinen eigenen Tod 15 Jahre vorweg spielt und der Versicherungsarzt, bei dem er mit mir zusammen war, so ordentliche Produktion waren wir, dass wir den Hauptdarsteller und den Regisseur versichert haben und der Versicherungsarzt ihm gesagt hat, in meiner Anwesenheit, so können Sie nicht weiterleben.
Und er daraus den Schluss gezogen hat, naja, also wenn ich hier bedroht bin, dann muss ich umso schneller leben. Also nicht Rücksicht nehmen, sondern das Gegenteil. Mhm. Und das ist alles in der Figur von dem Baal drin. Und ganz viel davon ist auch eben dann im Leben von Rainer Werner Fassbinder drin. Und ich habe mir die Ausstellung oben noch angeschaut und war nochmal wieder fasziniert, was für merkwürdige Intuitionen wir da manchmal haben, wenn wir Rollen besetzen oder wenn wir überhaupt ein Projekt angehen, warum dieses Projekt damals. Und jedenfalls hat ihm, glaube ich, der Winterschlaf von 40 Jahren gut getan und dass wir das jetzt so entdecken können, als ob das ganz frisch wäre. Brecht hat ja über sein Stück auch selbst gesagt, dem Stück fehlt Weisheit. Gleichzeitig war Brecht für Sie ein Idol. Also das hat der späte Brecht dann genau, in der DDR gesagt, der Staatskünstler. Ja, ich würde sagen, dem Staatskünstler hat es an Weisheit gefehlt. Und Sie haben auch gesagt, dass man die Figur nur mit Wehmut und Nostalgie betrachten kann. Das haben Sie 1970 so empfunden. Ist das heute immer noch so, wenn Sie den Baal als Figur sich ansehen? Sei es, ob naja, keiner von uns kann nur seiner Vitalität leben. Ja. Daher die Wehmut, weil jeder möchte das gerne. Einfach nur sich ausleben, ohne Rücksicht auf alle anderen. Das hat Fassbinder ja auch oft in seinen Filmen vorgeführt an anderen Figuren, dass das nicht geht. Das ist unser erster Impuls, aber wir können nur domestiziert sozusagen als Haustiere miteinander leben, aber keiner darf das Viech an sich sein und der Baal ist ein Viech und ein Hundling und der Rainer war das zum Teil schon auch. Und es kommt dazu natürlich auch die Art der Inszenierung. Also gerade wenn man sich die Kamera anschaut, da haben Sie den Dietrich Lohmann als Kameramann gehabt und dann diese grandiose Idee, die Ecken mit Vaseline einzuschmieren. Eine schreckliche Jugendsünde, habe ich verflucht. Das erklärt sich aus schon damals einem gesunden Opposition zum Fernsehen, gar nicht wegen den Redakteuren, sondern weil alles, was eine Institution ist, ist eben unkreativ. Kann ja gar nicht. Es ist eine kreative Institution, das ist ein Widerspruch in sich, das gibt es nicht. Als wir wissen wollten, was denn genau die Bildbegrenzung war, konnte uns das niemand sagen, weil die Fernseher waren ja damals also praktisch noch oval. Ja, das war ja die Truhe, die im Wohnzimmer steht und die Ecken waren so schön abgerundet, ja, wie die Couchgarnitur passend. Es war eben kein viereckiges Bild, wie wir es vom Film oder inzwischen auch vom Fernseher gewohnt sind. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn das so ist, dann schmieren wir hier überall am Objektiv am Rand Vaseline hin, dann verliert sich das eben im Ungefähren. Ich habe nicht dran gedacht, dass man das nicht wieder gut machen kann und dass das also noch so viele Jahre später, aber das zeigt einfach auch, mit was für einer schnoddrigen Unbekümmertheit wir an Sachen rangegangen sind. Wir haben ja nicht gedacht, dass der 45 Jahre später nochmal gezeigt wird. Wir haben gesagt, der wird vielleicht im Herbst gesendet und es gibt einen Riesenskandal und das war's dann, ja. Da gab es ja auch noch kein Video und keine DVD oder sowas. Aber ich finde, das ist auch ein tolles Stilmittel trotzdem. Also es hat auch so diesen Charakter von Traumsequenzen manchmal. Es ist so ein bisschen aus dieser Welt oder nicht aus dieser Welt. Auch naja, the deeper Licht. Meaning. Also wir haben uns schon was dabei gedacht. Also bitte. Was ich auch spannend finde natürlich, dass Sie so viel mit diesen Großeinstellungen arbeiten. Also man zoomt ran ans Gesicht wirklich so close, dass es fast schon wehtut. Und dann wieder zurück. Was ist da so der Impetus gewesen? War das schon... Weil meine eigenen Filme zuvor, die so gesittet daherkamen und schon so als frühreife Klassiker. Da wollte ich eben, ich kannte ja die Regeln und jetzt wollte ich halt auch gegen alle Regeln das machen. Das, wie man
wenn man nicht mehr weiter weiß, dann flüchtet man eben in alle möglichen Extreme. Und ich glaube, es hat viel Spaß gemacht. Es war aber auch das, es war auch dann, ich habe gemerkt, dass mit dem Fassbinder da jemand war, der sowas auch sofort gutiert hätte, obwohl gerade sein Film Katzelmacher, den er gleichzeitig mit dem Kameramann drehte, das sind ja ganz lange feste Einstellungen, meistens also sehr total, überhaupt keine Großaufnahmen, auch das habe ich gerade oben nochmal gesehen, aber natürlich war ein guter Kameramann, wenn man sagt, jetzt gehst du da extrem groß dran. Also alles, was die Sehgewohnheiten stören konnte. Und das passte einfach super auch zu dieser Figur des Baal. Es wirkt so wie so ein loderndes Feuer, so richtig, alles ist ständig. Ja, und zur Sprache von Brecht, der genau. Ja auch die übelsten Zoten in seinen Text einbaut, neben dann wieder ganz wunderbar gedrechselten Sätzen und dann kommt wieder irgendwas. Aber dieser Choral vom großen Baal, der ist doch einfach ganz wunderbar. Ja, das ist ja wie ein deutscher Klassiker, ja, Claudius oder und auch in dem, übrigens mit dem Blues von, das hat natürlich auch Frau Weigel noch sehr gestört, weil es gibt ja eine offizielle Musikfassung von Hans Eisler, die sehr didaktisch ist und das wollten wir ja auch alles über Bord werfen und lieber. Ich hatte den Klaus Doldinger da im Domizil gehört, im Jazzclub in München. Das war, bevor er die Tatortmusik geschrieben hat. es war praktisch seine erste Filmmusik, ja, sozusagen. Ist ja einfach, er hat einfach Lieder vertont, weil er hat ein unglaubliches Verhältnis zu Texten. Auch beim Plötzlichen Reichtum der armen Leute von Kombach hat er so ganz einfache deutsche Volkslieder oder Texte, zu denen es keine Melodien mehr gab, auch spontan so wunderbar vertont. Das ist ja gleich bei diesem ersten Lied so stark. Und das ist so stark, weil einfach aber auch der Rhythmus der Sprache von Brecht so stark ist. Wir haben uns schon, ich muss das einfach immer wieder sagen, trotz den Brechtianern, den Offiziellen, der Brecht ist einfach verdammt gut. Man muss ihn nur befreien von dem ganzen Dogma und Ideologie, mit der er befrachtet worden ist. Der Fassbinder singt ja auch tatsächlich. In ja. Das war ja das wirklich, was mich beim ersten Sehen so richtig überrascht hat, dass er das auch so gut macht. Er hat, also erstens mal hat er seine Texte, wir haben ja 3 Wochen geprobt, und er hat aber seine Texte aus dem FF gekonnt, hat sich auch immer wieder abfragen lassen. Aber die Irm Hermann hat gesagt, da musst du dir keine Gedanken machen, der schaut eine Seite einmal an, dann kann er sie auswendig. Und das war ja noch zu einer Zeit, wo er noch weder Alkohol noch Drogen übermäßig konsumiert hat. Das greift ja dann doch etwas das Gedächtnis an. Also das war tipptopp. Und er hat einfach diesen Sprachrhythmus im Bauch gehabt. Also Fassbinder war wirklich eine absolute einmalige Erscheinung, was er alles an Talent in sich hatte, wie er arbeiten konnte, wie er ein Gespür für Sprache und für Situationen hatte, genauso wie er ein Gespür hatte für andere Menschen, wo er immer sofort die Schwachstelle gesehen hat. Also Gier und also sowohl sexuelle Gier als auch Habgier, Raff, das hat er bei anderen immer sofort erkannt und hat die dann in die Enge getrieben und hat auch sofort erkannt, wo jemand schwach war im Sinne, dass er sich anderen untergeordnet hat. Und die hat er dann so lange gepiesackt, bis sie sich entweder umgebracht haben oder revoltiert haben. Also das hat er wirklich praktiziert, war insofern wirklich ein teuflisches Talent. Hat er das auch schon bei Ihnen am Set gemacht? Überhaupt nicht, Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht, wir sind dem entgangen. Ich habe mich immer gewundert, er hat den Darsteller des Eckhardt, diesen Blonden da mit dem merkwürdigen Gesicht, der ja toll aussieht, aber überhaupt keinen Text sprechen kann. Das fand er unmöglich
und hat es mir aber erst nach Drehschluss gesagt. Er hätte ja sagen können, mit dem kann ich nicht spielen, der kann ja nicht mal sprechen. Aber nein, es gab überhaupt keine... Wenn ich das sage, wie er sich verhalten hat, will ich damit nicht ein Monster beschreiben, sondern im Gegenteil, jemand, der eine große Zärtlichkeit, darauf besteht ja auch Hanashigula immer wieder, für alle hatte, die auch selbst gerne erfahren wollte, aber der es nicht ertragen hat, wenn ein anderer sich hat demütigen lassen. Und da ist er dann richtig böse geworden. Sie haben ja auch vorhin gesagt... Sozusagen aus Güte böse. Sie haben ja auch vorhin gesagt, als Sie die Ausstellung gesehen hatten, Sie sind überrascht gewesen, wie klar und präzise er seine Aussagen immer formulieren konnte. Also wie genau er wusste, was er auch wirklich will. War das quasi auch schon in einer solchen Rolle, wo er ja gar nicht selbst Regisseur war? Hat er sich da quasi in irgendeiner Weise eingemischt oder hat er sich völlig in Ihre Hände begeben? Nein, nicht in die Hände begeben, das gibt es nicht. Ich bin nicht ein Regisseur, der hier wie die Kaninchen da hypnotisiert. Nein, wir haben richtig gesagt, jetzt hier, da haben wir da so ein Gedicht von Brecht. Wie kann man sowas denn überhaupt heute sprechen? Ja, wir wussten, wie das an den Kammerspielen gesprochen würde von guten Schauspielern, wie sagen wir mal Bruno Ganz oder unter Peter Stein. Wir wussten, dass wir das nicht wollten. Wir wussten, wie es am Berliner Ensemble gesprochen wird. Eben dieses Haus am See hättest du nicht nehmen sollen. Ja, also Eckart Schall. Das wollten wir auch nicht. Wir wollten das frisch für uns erfinden. Und da haben wir eben ausprobiert und sind dann ja auch manchmal richtig frech, immer einfach auf die letzte Silbe betonen, so wie Kinder, wenn sie ein Gedicht aufsagen. Aber dass es dadurch frisch war und da gab es kein Geben, also da gab es nur Geben und Nehmen. Das muss man ausprobieren, mach's doch mal so, ne? Versuch's doch mal so. Und also es war eine Zusammenarbeit wie mit jedem anderen Schauspieler auch. Und die Weisheit, die er da in den Interviews über seine eigenen Filme sagt, daran kann ich mich überhaupt nicht mit ihm erinnern. Wir haben ja danach noch wieder, wollte im nächsten Film unbedingt eine Rolle spielen. Wir haben uns oft gesehen, viele Schauspieler ausgetauscht und miteinander eingesetzt. Aber da hat er noch nicht dieses Programm gehabt, wie in seinen eigenen Filmen er systematisch die Abhängigkeit von Menschen voneinander darstellen will, wie er das zelebriert, wie er mit den langen Einstellungen und wenigen Schnitten einen eigenen Rhythmus schaffen will. Das ist dann erst, glaube ich, bei seinem dritten, vierten oder der hatte in demselben Jahr noch drei Filme gemacht, also das war ja eine wahre Bulimie. Das war schon im Mai, ne? Ja, ja. Und dann irgendwann ist, glaube ich, bei ihm der Groschen gefallen und er hat gemerkt, so etwa Anfang der 70er Jahre, aha, das ist es, was ich mache. Aber erst hat er es mal gemacht. Es gab vor 6 Wochen einen richtig schönen Artikel in der Frankfurter Rundschau. Da wurde Baal als Schlüsselwerk des jungen deutschen Films sogar bezeichnet. Und das hat einen ganz besonderen Grund, weil wenn man sich Baal anschaut, hat man das Gefühl, man sieht quasi alles, was sich in den nächsten Fassbinder-Filmen so aufbaut, inklusive des Casts. Sie haben ja weitgehend seine Schauspieler oder ungelernten Schauspieler vom Antitheater auch mit übernommen. Die sind da alle drin und die spielen da fast schon Ansätze ihrer Rollen, die sie später auch haben, genauso wie sie bei Fassbinder dann inszeniert wurden. Ja, also natürlich, die Hanashigula war ja klar, wenn sie nur da die Kellnerin spielt, nur um ihr Gesicht zu haben und der Per Raben, sein Musiker, spielt eine kleine Rolle und die Erm Hermann natürlich, aber umgekehrt hat er ein Dutzend der Schauspieler, die ich da versammelt hatte, übernommen. Also allen vorweg den Rainer Kaufmann, der gar kein Schauspieler war, sondern ein Freund meines Regieassistenten, mit dem er abgezogen ist. Die Margarete von Trotter, der Marian Seidowski, der Walter Sedlmayr, die Eva Pambuch
Und die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Also das war aber ganz normal. Man war ja froh, Gleichgesinnte zu finden und Schauspieler, die, ja, ich war hingerissen, nicht nur von ihm selbst, sondern von dem ersten Film von ihm, den ich gesehen habe, Liebe ist kälter als der Tod, weil ich fand, das hat dieselbe Kraft gehabt wie die allerersten Filme von Truffaut und von Godard, die ja auch, damals war auch Belmondo noch ein Laie, ein Boxer. Er hat ja auch dann... Also Profi als Boxer und Laie als Schauspieler. Was mir hat ja auch von Ihnen profitiert, weil Sie haben ja genau an den Stellen angesetzt, wo bei seinen frühen Filmen so noch ein bisschen die Unfertigkeit auch zu sehen war. Also gerade zum Beispiel der Ton war ja relativ schlecht. Da haben Sie dann gesagt, da wollen wir auch Profis mit dazu holen. Oder dann eben auch, er sei ja so begeistert gewesen, auch Margarete von Trotter, eine Schauspielerin an seiner Seite zu haben, die plötzlich auch mal eine Emotion auf Knopfdruck spielen kann. Naja, es... Wir haben uns gut verstanden und wir haben voneinander geklaut, so viel wir konnten. Ja. Margarete von Trotter war ja auch ganz wichtig in Ihrem Leben dann. Sie waren ja auch zwei Jahre später dann verheiratet. Wie kommen Sie darauf? Ich habe es gelesen. das war auch die erste Rolle bei Ihnen, oder? Ja, 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 ja. Na, ich habe sie angerufen, um ihr diese Rolle anzubieten und kannte sie gar nicht, hatte sie mal auf der Leinwand gesehen. Und das hat ja dann fatale Folgen gehabt, für sie wie für mich. Und waren 20 Jahre verheiratet, dann 5 Jahre Bürgerkrieg und seitdem wieder 20 Jahre Freundschaft. Also kein schlechter Schnitt. Das stimmt. Was ich noch ganz spannend finde, bevor wir auch das Gespräch für Sie öffnen und Sie auch Fragen stellen können. Der Film wurde in der ARD tatsächlich zur Hauptsendezeit damals ausgestrahlt. Und Hans-Georg Rodeck hat in der Welt gesagt... Nach Robert Lemkes fröhliches Berufsraten oder was bin ich oder wie das genau. Hieß, ja. Das war von 8:15 bis 9 und dann kam Baal. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Hans-Georg Rodeck hat in der Welt gesagt, heutzutage würde allein der Gedanke daran bei der ARD zu sofortiger Kündigung führen. Nein, das war damals nicht, würde auch heute nicht sein, wenn einer mal Mut hat und stellt sich hin und setzt was durch, dann glaube ich, kann er das auch durchstehen. Das ist alles vorauseilender Gehorsam. Es waren zwei mutige Redakteure, eine sehr bekannt in München, Helmut Dafner, der fast alle ersten Filme von Lilienthal, von George Moores und wie sie alle hießen, damals in seinem dritten Programm als Studienexperimente gemacht hat. Und Hans Brescher, der hier dann bis zur Blechtrommel und noch weiter alle meine weiteren Filme produziert hat. Also es hat ihm überhaupt nicht das Genick gebrochen. Dafür hatte er einen mutigen Intendant namens Hess, der gesagt hat, das geht schon in Ordnung. Ja. Es gab allerdings noch kein privates Fernsehen und es gab deshalb nicht diesen Quotenwettlauf. Oder sagen wir mal so, das Publikum hatte gar keine Wahl, entweder auszuschalten und ins Bett zu gehen oder sich das anzuschauen. Und hatten Sie Feedback bekommen dazu? Es gab einen unglaublichen Sturm der Entrüstung und Empörung beim Sender und das ist auch alles noch aktenkundig mit wüsten Beschimpfungen. Ja, weil der Film insofern so gelungen war, dass die Leute, obwohl es in einer Brecht-Reihe lief, gedacht haben, das sei eine Sozialreportage und dieser Mann würde heute immer noch irgendwo frei rumlaufen. Na, ist er gestorben. Ja, aber haben Sie Fragen, dann zeigen Sie kurz auf und unser Kollege kommt zu Ihnen. Hier ist die erste Frage an der Seite, links. Vielleicht haben die so geschrieben haben, man sollte in den siedendes Öl schmeißen, schon abgeschaltet, bevor er auf der Leinwand gestorben ist. Herr Schlönhoff, Sie haben ja in Ihrer kurzen Vorrede auch den Vatikan erwähnt. Und ich war schon erstaunt, wie Sie in diesem Film das, was Fassbinder dann ja frontal angegriffen hat, also das bayerische, katholische, dörfliche Milieu, auf ihre Weise auch angegangen sind. Und
Und ich habe mal kurz Brecht, so, ich kann ich, nur sagen, Brecht gehört ja dazu, ne? Das ist nämlich das Irre. Und ich wollte Sie wirklich fragen, wie sind Sie ausgerechnet Sie in diese unglaubliche katholische Hölle reingeraten im jungen Alter? Ich bin bei den Jesuiten Abitur gemacht, also in Frankreich allerdings, aber es ist der gleiche Vatikan. Nein, ich will nur mal was sagen. Diese wunderbaren Texte von Brecht da bei der Frohen Leichnamsprozession, die ist ja heute noch auf der Ludwigstraße in München. Und heute sind da noch abgeholzte Birkenbäume, die den Weg schmücken. Und wie der dann sagt, wer hat die Bäume an die Wand genagelt, diese bleichen Leiber der Birken? Und, ja, da hat Brecht in Augsburg drunter gelitten. Und wir haben das aufgenommen. Ja, und diese total durchgedrehte männliche Imago, ja, die ja sozusagen dagegen gestellt wird als unsittlich, ne? Das, also ich habe sozusagen bei Brecht immer nur die Pose daran gesehen und nie die gequälte katholische Quelle des Jungen. Also das kam mir jetzt plötzlich als Gedanke, dass das vielleicht die... Ja, mir ist es erst klar geworden, als ich gehört habe, dass der Brecht ein Vorbild hatte namens Johann Baal, ja, ein Säufer und Hurenbock vor dem Herrn, und der wahrscheinlich in seiner Pubertät gedacht hat, so möchte ich auch sein, und hat dann diesen überlebensgroßen Baal geschaffen, wo er auf dem Papier alles ausgelebt hat, was vielleicht gar nicht so seiner Vitalität entsprochen hat. Und was auch so eigenartig ist, dass die Frauen behandelt er ja alle wie Dreck, aber den Eckart liebt er. Das ist ja eine ganz große homosexuelle Liebesgeschichte. Und ich habe überhaupt gar nicht gewusst, dass Brecht dafür ein Sensorium hatte. Und auch diese ganze Inszenierung als Messias, die schließt er ja quasi an. Also ja, die ist, glaube ich, nicht so sehr im Text drin. Das war so eine Idee von mir, dass der Eckart da so ein, eigentlich inspiriert von Glauber Rocher und dem Cine Novo aus Brasilien. Also das Tropikalismus in Niederbayern haben sie es mal genannt. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier vorne, Michael. Ich habe auch eine magische Verbindung an gewissen Stellen zu Woyzeck oder Büchner gesehen. Der Brecht hat bestimmt Büchner gekannt. Sehen Sie auch das so? Kann Sie das so was sagen? Auch sprachlich her, ist auch von der Dichtform her. Ja, Büchner ist sowieso mein Lieblingsdichter. Und nicht nur aus Heimatbezug. Das, also wie sagt man da, so diese, an diesem Extrem, die geschundene Kreatur. Aber Brecht hat sich überall bedient, auch bei Villon und Rabelais. Und da gibt es ganze Passagen, die er auch anderswoher geholt hat. Aber noch. Aber sicher, der Bezug zu Büchner, bin ich überzeugt, dass er den gekannt hatte. Wahrscheinlich besser als Goethe. Kurz, Mikrofon. Ja, vielen Dank erstmal. Und zwar, ich habe ein Problem mit dem Film, aber ich muss vielleicht noch etwas nachdenken, nachlesen. Ich wüsste nur gerne, wie viel Anteil ist das jetzt von Brecht? 100%? Wie viel haben Sie selbst dazu geschrieben? Wie viele haben andere beigetragen? Also die Frau Herrmann hat das ja geschrieben. Also abgetippt. Hat sie auch was beigetragen? Also wie ist da die Verteilung? Und dann wüsste ich gerne, Stichwort Kohlhaas. Haben Sie auch den neueren Kohlhaas-Film gesehen oder andere Inszenierungen, von denen Sie begeistert waren, von denen Sie dachten, naja, ich hätte es doch sehr gut machen können? Also die erste Frage kann ich einfach beantworten. Ich habe natürlich mich nicht entblödet, auch nur eine einzige Zeile dazu zu schreiben zu Brecht. Das sind alles Brecht-Texte. Sie sind zu 80% aus der allerersten Fassung von 1918 oder 1919, steht da oben auf dem Titelblatt. Ich weiß es nicht mehr. Und dann ein, zwei Szenen habe ich aus den späteren Fassungen übernommen. Und
Also insbesondere glaube ich gleich die zweite Szene, diese Partyszene, da wo so ein Mäzen sich ihm anbietet und wo sozusagen der Kapitalismus ihm anbietet, seine Dichtung zu verwerten. Ich glaube, das war nicht so in der Urfassung, das ist fast ideologisch zu pointiert, das muss von später sein. Aber das kann man alles nachlesen, das ist alles in der Suhrkamp-Edition, sind die vier Fassungen drin und das Drehbuch ist auch hier im Filmmuseum der Öffentlichkeit zugänglich, da kann man das aussuchen. Ich habe also da überhaupt nichts, ich habe immer versucht, möglichst es genau so zu lassen, wie es ist. Ich habe jetzt zu Ihrer Frage zu Kohlhaas eine ganz einfache Antwort. Nein, ich habe die beiden Filme, die da in letzter Zeit entstanden sind, nicht gesehen. Ich habe jahrzehntelang den Wunsch gehabt, ein Remake des eigenen Films zu machen, weil ich dachte, inzwischen wüsste ich, wie es geht. Heute bin ich froh, dass ich die Finger davon gelassen habe. Das Kleist und Kohlhaas, das ist ein Kapitel für sich. Das sieht vielleicht nur so aus, als ob es ein Filmdrehbuch wäre. Ich meine, jede einzelne Sequenz ist so geschrieben, dass man meint, das ist also direkt aus einem Western oder einem anderen amerikanischen Film, aber in Wirklichkeit hat der Text ganz andere, vollkommen irrationale Geheimnisse. Sie weitere Fragen oder auch? Sie hatten gesagt, um den Film zu versichern, musste sich Fassbinder untersuchen lassen. Und mich würde interessieren, war er damals schon krank oder was hatte er? Weil Sie hatten gesagt, ja. Ja, also das ist eine Routine bei jedem Film, den man macht. Also das ist ja dann doch wie ein Unternehmen, was auch wenn es billig ist, immer noch eine gewisse Summe kostet. Ich glaube, damals hat der Film 160.000 DM gekostet. Und also die Hälfte von der rückversichert, also da versichert sich der Produzent, wenn dem Regisseur oder dem Hauptdarsteller etwas zustößt. Das ist bei jedem Tatort, bei jedem Hollywood-Film überall immer, dass man sozusagen die Schlüsselfunktionen, wird eine Versicherung abgeschlossen, wenn der dann sich ein Bein bricht oder erkrankt und nicht drehen kann, dann muss halt die Versicherung den Ausfall bezahlen, bis man wieder weitermachen kann. Und damit man versichert wird, gibt es so einen Routine-Check-up beim Arzt. Also das ist überhaupt nichts Besonderes, das ist weltweit so und bei großen und kleinen Filmen. Und nur, nein, der Arzt hat einfach festgestellt, dass von der Lunge übers Herz und die gesamte Konstitution zwar kräftig, aber nicht gesund war. Der hatte keinen Herzklappenfehler, es war nicht irgendwas Präzises. Man merkte aber schon, es ihm ja auch anzusehen. War 24. Ja. Vielen Dank für den Film. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja mit Kleist auf Englisch eine persönliche Enttäuschung erlebt haben und ganz anders arbeiten wollten. Und ich würde gerne wissen, inwieweit hat Baal Ihre Filmsprache oder Ihr Filmschaffen verändert oder gefärbt? Ja, ich frage mich manchmal, was hätte ich für Filme gemacht, wenn der Film rausgekommen wäre? Wir hatten schon Verleiher in Amerika und in Frankreich, die den bringen wollten. Und vielleicht hätte mich das auf ein anderes Gleis gebracht. Weiter habe ich da nicht drüber nachgedacht. Ich sehe da eigentlich, betrachte meine Filme, das ist ja alles so lange her. Ich bin ja nicht mehr der damals diesen Film gemacht hat. Also ich kann jetzt auf meine eigenen Filme ein bisschen mit Abstand zurückblicken. Und ich sage mir, im Grunde ist das der Film, der mich dazu prädestiniert hat, der Baal eines Tages die Blechtrommel zu machen. Also, dass ich nicht nur die gesittete Literaturverfilmung, sondern auch in eine ganz andere Richtung, also in eine barbarische Richtung gehen konnte.
Übrigens, wenn jemand Probleme hat mit dem Film, das kann ich gut verstehen, wenn er, denn man muss ja Probleme mit dem Baal haben. So faszinierend der Fassbinder auch in der Rolle ist, das ist und bleibt ja ein Scheusal. Und es soll ja nicht zelebriert werden als ein Vorbild. Und die Margarete von Trotter, die hat sich bei der Berlinale, als sie den Film angesehen hat, gefragt, wie konnte ich das denn spielen? Das ist ja überhaupt gar nicht mit dem Bild, was ich als Frau von einer Frau habe, vereinbar, dass ich da so eine Hörige spiele, die sich da dauernd in den Kies schmeißen lässt, der Minirock. Aber nein, das ist ja, wir führen doch, es ist ja, wenn man so will, eine Kunstfigur. Das ist, es gibt solche Menschen, das ist die Inkarnation und von einem gewissen Männlichkeitswahn, der sich, das muss man immerhin dem Brecht zugutehalten, ja selbst zerstört. Wo sehen Sie ganz klare Parallelen zwischen Baal und der Blechtrommel? Nur im Stilistischen, also nur eben sozusagen über den guten Geschmack, den sogenannten hinausgehend. Also in der Radikalität, wie Sie mit den Bildern umgegangen sind? Ja, es gibt so einen bayerischen Ausdruck, die Sau rauslassen. Vielen Dank. Aber das finde ich einen spannenden Gedanken. Also, dass Sie sagen, wenn der Film wirklich rauskommen wäre, hätten Sie vielleicht noch radikaler gedreht oder so. Hätte. Ja. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Ich habe ja gesagt, ich halte es nicht gegen Helene Weigel, im Gegenteil. Nein, um es ernst auf den Punkt zu bringen, heute gesehen ist der Film tatsächlich wie so ein Kondensat von dem, was wir so Ende der 60er Jahre wollten, nicht nur im Kino, sondern gesellschaftlich und allem. Also dieser komplette Bruch mit allen Konventionen, ästhetischen, moralischen und anderen. Man kann ja sagen, vielleicht war der Baal ein Vorbild für Bader. Ja, der soll ja seine Frauen so behandelt haben. Und die haben es mit sich geschehen lassen. Es ist etwas in diesem Film von diesem Zeitgeist drin. Und das ist umso intensiver, als es eben in einer Zeitkapsel verschlossen war, 40 Jahre lang. Sonst wäre das Parfum längst hätte sich verflüchtigt. Und wir würden da einen mehr von den sogenannten jungen deutschen Filmen sehen. Auf die Art und Weise ist es was Besonderes. Da schließt sich meine Frage an. Ich finde das also was ganz Verblüffendes und tatsächlich was ganz Schönes, wo man dann so Zeuge wird davon. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf dieses Thema mit der Sprache, was ich so wahrnehme. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, was ist eigentlich meine Frage, was will ich da wissen, aber vielleicht näher ich mich mal so an. Also zum Kohlhaas, ja, also habe im Zuge von Vorbereitung, ich bin am Theater Marburg Schauspielerin, da haben wir also diesen Kohlhaas gespielt in der Kirche. Und in den Vorbereitungen habe ich mir beide, also diese französische Produktion mit dem Mikkelsen-Kohlhaas-Produktion angeguckt und auch diese neue deutsche, die ich total gelungen fand. Und selber nehme ich wahr, dass in dem Film, der jetzt so ausgezeichnet wird, zum Beispiel beim Achtung Berlin Festival, da geht es viel um Improvisation. Ich höre von Regisseuren, von Jungen, nuschel mal mehr. Also ich bin in so einer Auseinandersetzung mit der Sprache und freue mich immer, wo es so eine Liebe gibt und so eine Erforschung an sozusagen die Geheimnisse oder das Irrationale auch der alten Sprache bei Baal, bei Kohlhaas, also wir machen jetzt auch Woyzeck. Und gleichzeitig merke ich aber, dass es irgendwie auch was entgegen der Zeit, also es gibt auch so eine Sehnsucht nach
nach einem Rauen vom Improvisieren. Also ich näher mich so langsam an. Gibt es irgendwas, was Sie sozusagen diesen neuen klickenbildenden Künstlern, die da umgehen mit Sprache und die da vielleicht dann sagen, nuschel mal oder sich genau sozusagen wegbewegen auch von so einer Schönheit oder so einer von Sprache und genau damit brechen wollen. Gibt es was, was Sie dem diesen Klicken mitgeben wollen, der können vielleicht auch, der jungen Filmer? Ja, also ist ja ein etwas kompliziertes Statement, aber ich verstehe schon, wo das Malaise ist und auf was Sie hinaus wollen. Und das hat mich eigentlich immer begleitet. Wenn Sie bei ich würde nie einen Dialog schreiben, der auf dem Papier so aussieht, als müsste er genuschelt werden, sondern im Gegenteil, je präziser und je sauberer die Sprache ist, umso besser. Klar, weil ich eben auch so viel mit Literatur umgegangen bin. Und dann nehme ich aber eben diese kristallinen Sätze von Robert Musil und lasse sie aber von 15-jährigen Laien sprechen. Das hat mir damals schon gefallen, hat mich mehr überzeugt als das, was 18- oder 19-jährige Schauspielschüler damals bei Probeaufnahmen mit mir angeboten haben. Weil dann wurde es auf einmal glatt und dann wurde die Sprache zelebriert. Und so ist auch Fassbinder an den Baal-Text rangegangen und das war unser Einverständnis von Anfang an. Wir wollen das nicht so sprechen, wie es in Ost-Berlin, im Berliner Ensemble gesprochen wird. Wir wollen auch nicht so, wie es am Staatsschauspiel München gesprochen wird, sondern wir wollen eigentlich, dass es so gesprochen wird, wie wir uns vorstellen, dass Brecht selbst das gesprochen hätte, nämlich schlecht. Sie wissen ja, das Tollste ist, wenn große Dichter ihre Texte vorlesen. Meist schlecht bis sehr schlecht, aber stimmend, stimmig. Ja, dann nehmen Sie Brandauer, lassen denselben Text lesen, dann ist das einwandfrei und todlangweilig. Ja, und das ist, hat mich schon immer und bis heute bei Arbeit mit Schauspielern an Texten interessiert, wie man genau diesen beides bedient, aber nicht zelebriert. Ja. Und das, was die Kleist-Sprache betrifft, da müsste man ein separates Seminar machen. Da will ich mich heute nicht drauf einlassen. Ja. Gerade wo wir über aktuelle Filme auch sprachen. Ich finde, dieser Film hat ganz viele aktuelle Vergleichsmöglichkeiten. Auch diese Einteilung in Kapitel, diese strenge Formalität, dieses Fragmentarische. Das sieht man gerade bei Die Frau des Polizisten. Ja, das habe ich ja bei Godard geklaut. Ja, natürlich ist das. Aber das ist toll, das zu sehen, dass das wiederkommt, dass das immer wieder mal so Strömungen gibt. Eben und Die Frau des Polizisten zeigen wir auch in 2 Monaten. Philipp Gröning wird hier sein, wollte ich nur mal sagen. Der ist ähnlich aufgebaut. Ja. Ich möchte auf das Ende des Films noch mal kurz zu sprechen kommen. Und zwar, der endet ja im deutschen Wald. Ich habe gesehen, Wolfgang Bechler ist ja einer der Waldarbeiter. Und ihr nächster Film beginnt ja auch im deutschen Wald. Ist das ein Zufall? Also die Bauern, die sozusagen dann das Geldkirche überfahren. Naja, ich bin im Wald aufgewachsen. Ja. Okay. Nein, das ist jetzt nicht nur mal so hingesprochen, also buchstäblich eine Baracke. Übrigens bin ich morgen früh um 8 auf dem Bauamt, um dieses Grundstück irgendwie loszuwerden. Ist das ein Zufall oder ist das Absicht? Schlangenbad, Gemarkung, Bärstadter Wand. Ja, ich bin buchstäblich im Wald aufgewachsen und fühle mich nie so wohl wie im Wald. Ja. Also andere Leute haben da Angst und hören Geräusche oder so. Ich fühle mich da total geschützt, ja, ausgeliefert in jeder Großstadt. Aber das hat nichts damit zu tun. Wolfgang Bechler, wunderbar, dass Sie ihn erkannt haben mit seiner herrlichen Diktion. Der ist ja auch gleich dann im Kombach wieder gewesen, natürlich ein bisschen weit hergeholt, ihn als Waldarbeiter einzusetzen. hätte sicher keine Axt schwingen können. Es ist ganz eindeutig bei Brecht auch wieder. Aber
ich weiß ja nicht, warum mich das Stück so angesprochen hat. Warum wollte ich das überhaupt damals machen? Da kann ich mich nicht mehr in mich hineinversetzen, außer diesem äußeren Grund, dass ich was ganz Einfaches und Unaufwendiges machen wollte. Aber das sind ganz bestimmt einfach, da werden Sachen in einem angesprochen, die man gerne hat, und dass er wieder sich zurück in einen Wald verkriecht unter Laub, ja, finde ich einen schönen Tod. Ich hätte noch eine Frage zur... Ich dachte, jetzt machen wir Schluss. Ja, jetzt machen wir auch gleich Schluss. Dann, aber das interessiert mich jetzt doch nochmal. Mir ist eben schon aufgefallen, was Sprache, Intonation, Rhythmisierung, das Sprechen als solches angeht, gibt es ganz gravierende Unterschiede bei den Schauspielern. Wenn man jetzt den Bächler nimmt oder man nimmt den Fassbinder, dann ist es nicht so, weil Sie vorhin gesagt haben, ja, also es gibt dann... Laien, die sprechen schlecht, aber interessant. Aber das ist in diesen beiden Fällen zum Beispiel gar nicht so. Ich finde Fassbinder, da kommen die Sätze aus ihm raus, als wären sie in ihm gemacht. Und es gibt für mich keinen, wenn man also eine vollkommene Übereinstimmung mit der Rolle durch die Sprache. Nicht nur, aber doch auch durch das Sprechen. Und bei einigen anderen Schauspielern gelingt das auch, bei anderen wiederum nicht. Also was war da und was habt ihr wirklich geprobt oder wann haben Sie gesagt, das ist jetzt gut, es klingt gut oder es klingt schlecht, mach es so? Ja, es gibt nichts Schwereres zu beschreiben als ein Probenvorgang. Was wird eigentlich erarbeitet, was findet man? Wahrscheinlich ist es so, man gewöhnt sich so an die Sprache der Verschiedenen, dass man zum Schluss meint, naja, jetzt ist es ungefähr in einem Guss, und nachher sieht man dann, ja, Moment mal, die sprechen ja alle vollkommen verschieden. Ich weiß, dass ich nicht nur bei diesem Film, sondern auch Jahre danach den Rainer beneidet habe darum, dass er eine Truppe hatte. Eine Schauspieltruppe, die nach und nach den Duktus seiner Sprache ja übernommen hat. Und es ist immer besser geworden, bis es dann zum Schluss, als er dann anfing, mit Stars zu arbeiten, wieder zerfasert ist. Und die Voraussetzung aber, um so eine Truppe zu unterhalten, ist tatsächlich, dass man entweder ein Theater hat oder dass man 3 Filme pro Jahr macht. Da muss man sich in diesen Wahnsinn reinbegeben. Und er hat sich verantwortlich gefühlt für seine Truppe. Er hat auch gesagt, wenn ich das jetzt spiele, diese Rolle, dann muss ich die Dreharbeiten von Katzelmacher unterbrechen. Und dann musst du, aber müssen sie, ich weiß nicht mehr, wie wir damals waren, zu Anfang, so viel von meinen Leuten beschäftigen, wie es nur geht. Dadurch wurde Irm Hermann plötzlich Produktionssekretärin. Dadurch wurde jemand Aufnahmeleiter, der bei ihm sonst Schauspieler war. Dadurch sind viele seiner Schauspieler, Harry Bär, vage im Hintergrund als Komparsen sichtbar. Dadurch hat sein Komponist, spielt plötzlich ein Waldarbeiter. Das waren alles Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auch. Und aber indem er das so gehandhabt, konnte er eine Truppe haben. Und ich habe immer im Nachhinein drunter gelitten, dass ich nicht mal, ich bin irgendwie anders an meine Filme rangegangen, nie von den Schauspielern her. Und ich wollte immer noch einen Film mit Angela Winkler und noch einen Film mit Margarete von Trotter, noch einen Film mit Bibiana Beglau und wem nicht machen. Und dann ist mir aber immer kein Stoff mehr eingefallen. 10 Jahre dann, bis wir wieder zusammengekommen sind. Und da kann man natürlich nicht wirklich an Sprache arbeiten. Wenn ich nochmal eine Karriere anfangen würde, würde ich mich eher an Fassbinder oder sagen wir mal an Bergmann orientieren. Ich würde sofort immer versuchen, eine Schauspieltruppe zu verbinden mit einer Produktion, um da weiterzukommen. Sonst fängt man jedes Mal wieder von Neuem an. Und ja, das ist eine sehr komischerweise bei der deutschen Sprache
mehr als bei anderen Sprachen. Ich habe das Problem jedenfalls im Englischen überhaupt nicht, weil da gibt es nicht diesen enormen Unterschied zwischen der Bühnensprache und der Alltagssprache, was auch die amerikanischen Filme so haltbar macht über alle Zeiten hinaus. Und eins sind sie bestimmt nie prätentiös, ja. Also schon von der Sprache her, das geht nicht. Und das ist bei uns wirklich ein Handicap zwischen der Hochsprache, dem Hochdeutsch und der Umgangssprache. Und der ganze junge deutsche Film oder neue deutsche Film war unter anderem ein Aufstand gegen die Sprache des deutschen Films der 50er Jahre, die sowas von falsch war, ganz egal, ob das jetzt die Krimis oder die Heimatfilme waren oder was es war. Alle haben diese falsche Bühnensprache gesprochen. Und da, ob das Kluge mit seiner Schwester war, in Abschied von gestern, ob das der Uli Schamoni war, ob das der Fleischmann bei Jagdszenen aus Niederbayern, ob ich das mit meinen Filmen war, da waren wir uns alle einig. Mit dieser Schauspieltradition und mit dieser Art zu sprechen, wollten wir nichts zu tun haben. Und heute ist das komischerweise gleich ein ganz großes Problem. Ich mache viel an Filmhochschulen, da lernt man alles übers Filmemachen und nichts über die Schauspielführung. Da ist nicht ein Regisseur, der auch nur eine Ahnung davon hätte, wie man mit Schauspielern umgeht. Ich habe da auch mal dazu gehört, deshalb kann ich das so brutal sagen. Das ist dann Learning by Doing und das fehlt sehr. Eine letzte Frage haben wir noch. Ja, da schließt sich meine Frage eigentlich direkt an. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht den heutigen jungen deutschen Film, wie betrachten Sie den heutigen jungen deutschen Film? Mit Interesse. er ist so vielfältig, wir sind alle ratlos, er ist so vielfältig und andererseits fehlt es ihm irgendwie an Kraft im Verhältnis, sagen wir mal, zu dem, was in Polen oder Frankreich oder anderswo gemacht wird oder im Iran oder ich weiß nicht wo. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es steht mir auch nicht an darüber. Bevor wir rausgehen und den Empfang genießen, möchte ich noch einen Schlusssatz bringen aus einer Kritik der FAZ aus dem Jahr 1970, die da schon ein bisschen damit kokettierte, wo Ihre und Fassbinders Karriere vielleicht noch hinführen sollten, was Sie natürlich noch nicht wussten. Nee, jetzt bin ich gespannt, ja. Geht zunächst um den Dichter Grabbe aus dem Vormärz. Grabbe ist tot, es lebe Brecht. Brecht ist tot, es lebe, ... Wollen mal abwarten. Schlöndorff hat Brecht ja nicht erschlagen, sondern ihn einstweilen nur durch Gammler ersetzen lassen. Und auch Fassbinder ist noch nicht Brecht. Vielen Dank für den schönen Abend. Also wie gut, dass wir 40 Jahre gewartet haben. Ja.